Im laufenden Jahr will die Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Wittenberge wieder an vielen Stellen im Stadtgebiet tätig werden. Für unseren aktuellen Überblick geht es aber noch einmal kurz zurück ins Jahr 2016, denn bereits im vergangenen Jahr kaufte die WGW das Gebäude des Technologie- und Gewerbezentrums im Industriegebiet Süd. Seit Anfang 2017 sind hier Christian Fenske und weitere 5 Mitarbeiter der neuen gemeinsamen Wirtschaftsförderung der Städte Perleberg und Wittenberge tätig. Wir haben es gekauft von der alten TGZ GmbH, wenn man so will, weil eine der Bedingungen war für die Zusammenarbeit und die Konzentration auf die Wirtschaftsförderung war, dass man sich von dem Gebäude befreit. Wir haben damit ein altehrwürdiges Gebäude für Wittenberge, was für viele Wittenberger einen sehr hohen Wiedererkennungswert hat, gekauft. Das ehemalige Verwaltungsgebäude der Zellstoff- und Zellwollewerke, des VEB Zellstoff- und Zellwollewerke, so muss man sagen. Und der neue Vermieter ist bestrebt, das Haus im Industriegebiet Süd auch perspektivisch mit Leben zu füllen. Ja, unsere 2 Hauptmieter im Gebäude sind einmal das Shopcenter auf den beiden Etagen und auch die TGZ GmbH, auch mit dem Lotsendienst zusammen. Und wir werden in Zukunft auch wieder noch weitere Mieter hier sehen. Das sind ja noch ein paar drin. Und wir werden versuchen, nach bestem Wissen und Gewissen das Gebäude auch weiterzuentwickeln. Dieses Gebäudeensemble in der Lenzner Straße 4 und 3 ist bereits seit Monaten wahrlich kein schöner Anblick. Nach einem Notabriss in der Vergangenheit klafft nur noch eine Ruine mit halber Fassade. In diesem Jahr soll sich das ändern. Die Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Wittenberge plant nicht nur Abriss und Räumung der Lenzner 4, das Nachbargebäude soll zudem instand gesetzt und erhalten werden. Ja, also das, was zusammengefallen ist, ist die Lenzner Straße 4, gehört einem privaten Mann. Und wir können jetzt davor stehen, weil wir uns mit ihm geeinigt haben, dass wir das Grundstück, so wie es da jetzt zu besichtigen ist, übernehmen. Wir werden das Grundstück dann beräumen, also das letzte Zeichen von Unsicherheit dann dort entfernen. Dahinter befindet sich dann der Gesindeflügel der Lenzner Straße 3, das Gebäude, was auf der anderen Seite von dem eingestürzten Gebäude ist. Diesen Gesindeflügel werden wir auch, der ist nicht erhaltenswert und der ist abgängig, den werden wir also auch entfernen. Und wenn wir das soweit haben, werden wir das Gebäude Lenzner 3 in üblicher Art und Weise konservieren. Das heißt, wir werden alles, was schadhaft ist, ausbauen, wir werden ein neues Dach drauf bauen und wir werden es sicher am Ende des Tages auch noch anstreichen, damit das Gebäude zukünftig auf einen Investor erstens erwarten kann und das auch übersteht so lange. Das größte Bauprojekt der WGW in diesem Jahr hat bereits begonnen. Die Rede ist vom 5-geschossigen Haus in der Goethestraße 7. Dies soll in den kommenden 1,5 Jahren vollständig saniert werden und zukünftig wieder Bewohner der Elbestadt beherbergen. Jetzt geht's wirklich los. Eine lange Vorbereitungszeit, sowas ist in Deutschland, dauert fast ein Jahr. Viel mit örtlichen Firmen, auch einer Wittenberger Architektin. Wir freuen uns, dass wir beginnen können. In vielleicht gut 1,25 Jahr werden wir hier 17 Wohnungen haben, die alle barrierefrei zu erreichen sind nach relativ neuestem energetischen Standard. Uns freut es, nach 20 Jahren Leerstand ein Gebäude wieder mit Leben erfüllen zu können. Es ziehen noch eine Menge Menschen dann wieder an diese Stelle am Goetheplatz. Und wir haben ja doch einige Gebäude am Goetheplatz schon gemacht. Schön und wir freuen uns. Ein weiteres Sanierungsprojekt sind die Häuser im Adolf-Diester-Weg 1, 2 und 3. Bis Mitte dieses Jahres erhalten alle 3 Wohnhäuser Dachboden- und Kellerdämmung. Und auch hier wird wie in den bereits fertiggestellten angrenzenden Wohnhäusern in der Küritzer Straße die Fassade gedämmt und farbenfroh gestaltet. Daran anschließt sich in der 2. Jahreshälfte der Abriss des Neubaublocks an der Schwimmhalle 6. Das bereits längere Zeit leerstehende und ungenutzte Gebäude soll ab Sommer 2017 einer Freifläche weichen.